Das Fatigue-Syndrom ist ein Symptomkomplex, der umschreibt eine körperliche, geistige und emotionale Erschöpfung. Dazu gehören auch Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Antriebslosigkeit. Es ist also ein Komplex. Fatigue-Syndrome treten nach schwerwiegenden Erkrankungen auf. Ich bin ja jetzt Onkologin, wir sehen das sehr häufig nach Tumorerkrankungen, nach deren Behandlung und Therapie. Es kann therapieassoziiert sein, aber auch das psychische Trauma der lebensbedrohlichen Erkrankung spielt eine Rolle. Fatigue tritt aber auch bei Patienten mit neurologischen Erkrankungen auf, zum Beispiel mit einer multiplen Sklerose. Auch diese Patienten leiden unter einem chronischen Fatigue-Syndrom sehr häufig. Es gibt drei Therapiebausteine. Der eine heißt Sport und Bewegung, Ausdauersport, aber auch Krafttraining in der Mischung, weil wer keine Muskeln hat, kann auch keine Ausdauer aufbauen. Entspannung ist ein ganz wichtiger Faktor in der Fatigue-Behandlung. Bewusst entspannen, bewusst runterkommen, Pausen nutzen. Und es gehört eine Psychoedukation dazu, also der Umgang mit Fatigue, Selbstmanagement, Delegieren lernen, Energien nutzen, dann, wenn ich die Energien habe. Das sind für mich die drei Bausteine.